Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von ETS 2 zusammen mit dem Jan. Grüß Gott. Ja, guten Morgen. Also. Wir haben jetzt, in der letzten Folge war ja Chaos, also unbedingt da vorbeischauen, falls ihr es nicht gesehen habt. Jetzt fahren wir tatsächlich einen Auftrag. Wir fahren Richtung Lyon, Frankreich. Ja. Ich mache einen Zwischenstopp. Aus der Chaoszone. Oh, Chaoszone hoffentlich raus. Ich bleib erstmal hängen. Was ist ein Spiel? ja, jedenfalls mache ich einen kleinen Zwischenstopp in Genf. Du fährst weiter bis Lyon und ich komm dir dann einfach hinterher, so keine Ahnung. Ja, das ist so geil. Also, Jan hat sich übrigens schon so ein Auto, ich bin hier an der Wand, weißt du, und so ein Auto einfach extra volle Pulle in mich rein. Wir fahren ja übrigens. Also das ist richtig los, was ich hier gerade mache, aber wir fahren hier mit 4500 Leuten auf dem Server. Ja. Und Schulden sind da minus 33.000, habe ich jetzt hier gerade angezeigt, aber Kredite kommen auch noch oben drauf, also fast eine halbe Million Euro Schulden habe ich. Das bei 4500 Leuten rausfahren. Ja. Also das wird crazy, schmeckt. Also du hast in der letzten Folge wirklich... Da hast du dich einfach zu krass in die Schulden reingeballert. Ja, bei mir, ich war auch schuld dabei, ne? Also. Naja, das nicht, aber das war halt einfach kacke, ne? Ich habe jetzt nicht so das Problem, was Geld angeht, aber letzte Folge war einfach crazy. Also. Also wir sind zum Glück aus dem Chaos Frankfurt raus, aber ich habe es ja auch gerade hier gesehen. Ich meine, der fährt einfach, dieser Autofahrer, das sind die Schlüsse. Also mir ist er entgegengekommen, als ich gerade abgebogen bin, aber er hat nichts gemacht, also deswegen habe ich so gedacht. Ja. Bei mir ist er einfach auf den Auflieger, einfach mitten so, bam, einfach rein. Alter, ich hasse das. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss hier rechts, deswegen muss ich den nochmal vorbeilassen. Ich muss warten, dass ich was sehe. Oh Gott, wie ich das hasse, Alter. Kannst bitte einfach oder wegfahren. Kann man da reingehen? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Hast du eigentlich deine Fracht schon? Nee, aber gleich. Ich will hier gerade rückwärts fahren, aber stand gerade einer irgendwie 10 Minuten in mir. Aber jetzt sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. So, Motor aus und bitte also, beladen. Bei mir dauert es glaube ich noch, bis ich überhaupt dann da bin. Ja, bis du es einparkst und sowieso noch. Nein, bis ich überhaupt auf dem Betriebsgelände bin. Ah, ich sehe dich wieder da einparkst, weil hier vor war gerade hier noch ordentlich. Musst Stau du hier auch links rein? Ja, rechts. Ja, sorry. Falsche Perspektive. Scheiße, ne? Rechts-Links-Schwäche bei dir. Nee, das war nur wegen der falschen. Ich, also von mir aus war es ja links, deswegen. Ja, ja doch, brauchst du mich jetzt noch Käse. Oder hole ich einen Tee? Ich bin da. Getränke habe ich, 19 Tonnen. Junge, wer bringt eigentlich Käse nach Frankreich? Der muss eigentlich von Frankreich bringen, oder nicht? Ja, vielleicht wollen wir mal guten Käse oder so, aber auf jeden Fall brauche ich hier mal einen guten Einlenker oder so. Einlenker, Alter. Also, Leute, das sah richtig gut aus, oder? Ich schneide das. Naja, also ich pack's auf jeden Fall mit rein, weil ich weiß, dass Jan so richtig doof ist. Nein. Ich mach das jetzt first try. Jan kann halt einfach nicht fahren. Doch, ich bin der Beste. Das liegt am Fernsehen, nur wenn ich auf dem Fernseher fahre, kann ich das nicht so gut erkennen und wir fahren auch so viel durch. Durch. Durch mich durch. Und so, also das ist ja mal logisch. Das kann ja gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie mein Lenkrad hier steht, obwohl ich auch mit Lenkrad... Alter, bei dir steht so ja allgemein nicht so viel. Was sagt ihr eigentlich zu meinem LKW und zu meinem Auflieger? It's all black, but... Keine Ahnung, es ist so relativ dezent, aber trotzdem ganz cool. Ich find's nice. Also jetzt stehe ich, glaube ich, einfach nur ein bisschen daneben, aber ich fahre auch rückwärts, so. So, also ich würde sagen, wir geben Dampf Richtung Frankreich, hoffentlich ein bisschen raus aus dem ganzen Chaos hier. Okay, machen wir das. Man dürfen sie jetzt
Ich hatte übrigens noch nie vorher Force Feedback an. Das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal. Dieses Jahr, oder? dieses Mal halt zum ersten Mal angemacht. Aber ja, das ist total. Das ist halt total cool. Aber es ist halt im Mikrofon einfach absolut laut. Ja. Meine passiert, Schlaglöcher und alles hier. Also. Schlaglöcher in deinem Gesicht. Willst du eigentlich warten oder? Nee. Also ich fahre jetzt nach Genf. Oh, die Ampel wird direkt grün, wenn ich komme. So will ich das sehen. Ciao, Kakao, ne? Nee. Bei mir ist die bestimmt auch gleich grün. Ich will kein Bußgeld bezahlen. Ich bin doch schon im Minus. Ja, das werden wir aber nachher vielleicht mal machen. Also ich fahre ja vor dir so wegen den Blitzern. So. Was soll das denn heißen? Werden wir vielleicht nachher mal machen. Ja, Bußgeld bezahlen. Ja. Habe ich auch weniger Lust drauf. Quatsch. Mach mal halt gleich mal so nachher. Jawohl. Ist die nächste... Oh Mann, schade. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen. Also. Also wenn du so weiterfährst, dann... Ich fahre 50. Jetzt ist hier so. Ich weiß nicht, ich habe mein Tempomat gerade eingestellt, ich glaube auf 60 km/h. So, hinter mir ist einer? 3 Kilometer weit weg. Und vor mir ist einer, der fährt sehr langsam, also ich bremse dadurch auch ab. Hier ist so eine Kurve, aber Alter, der also so langsam muss man. Vor ihm ist noch einer, sehe ich gerade. Ah ne, jetzt habe ich erst. Oh mein Gott, ich hatte es echt langsam. Fahr doch vorbei, du Affe, oder? 70 ist jetzt, glaube ich, hier. Warum bleibt der denn dahinter stehen? Ist der los? Wir müssen ja Ultra-Landstraße fahren, was ist hier los? Ja, fahr einfach mal auf der linken Spur vorbei, ich weiß nicht, warum die hier stehen bleiben. Mhm. Ist halt Überholverbot, aber und? Hä, kommt ja keiner, siehst du auf der Map? Doch, da wiegt jetzt gerade einer, also hier mit unserer Richtung und so, ne? Hä? Ey, man muss wirklich in dem Spiel Angst haben, wirklich. Das ist richtig, ja. Ich habe ja aber auch eine Tonne mehr als du, ne? Also ich meine, LKW ist jetzt schon relativ langsam, ne? Ja. Also ich werde übrigens also 80 keinen fahren. Spaß, der ich hoffe, der überholt die jetzt. Okay, also die fahren, die Autos, die LKWs, die hier sind, die fahren einfach nur langsam, habe ich das Gefühl. Aber die fahren ja, ne? Junge, hat der mich riskant überholt. Nee, bei mir ist keiner gefahren, die standen alle da. Doch, doch, also bei mir, die fahren. Was für ein Arschloch, Alter. Boah, jetzt ist hier aber wieder. Oh, ich weiß warum. Ich habe einfach überholt, obwohl einer entgegenkam. Alter. Ich habe es halt gemacht, wo keiner entgegenkam, ne? Alter, was ist denn los? Sag halt mal, wenn einer von vorne kommt, du weißt es doch. Ja, ich dachte, du bist schon längst vorbei. Ich weiß nicht, was du so lange machst. Nein, die fahren doch jetzt auch, aber die fahren halt langsam. Ja, ich parke hier übrigens auf der Raststätte jetzt und warte auf dich. Vielleicht kommst du ja mal. Vielleicht kommst du ja mal in irgendwie 5 Stunden oder so. Motor also, abstellen. Fahren hier scheinbar vernünftig. Ich mache eine Ruhepause. Fahrnünftig. Nice. Ja, fahrnünftig. Ja. Ich mag den Kanal tatsächlich. Ah, ich sehe die Kanal? Raststätte jetzt. Was? Kennst du den Kanal? Nee. Fahrnünftig. Ist ein Dashcam-Kanal, aber der ist nicht so wie die normalen Dashcams, sondern er ist halt echt gut gemacht. Gib Power, Stoff. Der ist echt gut gemacht. Ja, ich komme gerade. Oh mein Gott, raus. Ich muss abbremsen. Nee, du kannst halt rollen. Nein. Ich habe hier schon abgebremst. Wir fahren jetzt hier gleich hinten drauf. Oh, mir steht, dass du jetzt gerade angefangen hast, Eurotruck zu spielen. Ja, habe ich auch. Ich bin halt jetzt losgefahren gerade. Wow, wir sind schon in Frankreich. Kurve ist hart. Alter. Mach ich natürlich mit Vollgas. Also. Also ich wollte schon auf 80 beschleunigen, aber es hat auf jeden Fall auf 80 beschleunigen, ich fahre ja mit 60 lang. Ich bin hier mit Vollgas, ey. Ich bin mit 70 irgendwie, aber es war schon zu hart. Und hier steht wieder einer, aber bei mir fährt er nicht. Er steht auch an der Seite, aber ich mache trotzdem mal ein bisschen Platz. Da kommen übrigens auch welche entgegen, aber noch nicht, wo ich Platz gemacht habe. Jetzt bei dir schon. Oh! Ja! Oh mein Gott!
Ich hab dich aber gewarnt dieses Mal. Ich dachte, du meinst so, ja, aber. Und so, da dachte ich so, ja, sind ja doch weiter weg dann scheinbar. Ja, bei aber mir war das nicht da, bei dir schon. Ich bin halt einfach der bessere Fahrer, deswegen sind die bei mir nicht da. Deswegen verdiene ich auch viel mehr Geld. Tempomat aus, danke sehr. Also. Oh Gott, da ist ein Auto. Ich habe von Autos hab ich so Angst. Weil ja, die Leute, die Autos spielen, die spielen einfach nur, um dich wegzurammen, so gefühlt. Also es ist so das Gefühl einfach so. Ich will keinen da jetzt so jemand, wenn von euch jemand das Spiel spielt oder so. Doch. Es ist vom Gefühl, ist es einfach so. Und das ist einfach crazy. Ich meine, in dem Game, ganz ehrlich, was kannst du denn mit dem Auto machen halt, außer fahren? Ich meine, wir können ja Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob man mit den Autos auch irgendwelche imaginären Aufträge aufnehmen kann. Kann man. I don't know, aber man hat wirklich so das Gefühl, als einer, der noch nie im Auto gefahren ist, dass die einfach nur da sind, um dich zu ärgern. Demnächst links abbiegen. Ah, meine Navi-Stimme schallert wieder rein, sehr gut. Links abbiegen muss ich. Ja. Nach links. Ich fahre eigentlich geradeaus in den Felsen. Ja. Oh, Junge, du fährst aber auch langsam um die Kurven, da muss man noch ein bisschen. Da muss man ein bisschen mehr riskieren. Ja, wenn man schon minus 33.000 hat, dann muss man schon mal ein bisschen mehr riskieren, also finde ich auch. Ja, ich muss auch die Fracht ganz schnell abliefern, damit ich mehr Geld Weil bekomme. Weil du ja auch noch nach Genf mitfährst, habe ich gehört. Stimmt. Bitte Link. Machst du das für mich? Ja, und du fährst ja dann mit nach Lyon mit. Ja, naja, das sowieso. Oh, jetzt wird's nur noch zweispurig, jetzt wird's und jetzt. Oh, jetzt der fährt. Jetzt gebe ich gerade richtig Gas. Ich hol dich wieder. Oh Gott, der, nein, ich glaube, der prankt uns. Ja, der prankt uns, glaube ich. Der will uns. Ich weiß es nicht, ja. Der war gerade auf beiden Spuren. Bist du zuerst vorbei oder soll ich? Ich war. Okay, gib Gas. Nein, oh! Ich weiß nicht, ob es einfach nur an der Kurve liegt oder ob der mit Tastatur oder so spielt und nicht mit Lenkrad. I don't know, aber der fährt da auf allen. Ja, gib doch Gas, Alter! Ich geb Vollgas! Fahr gerade vorbei. Ja, als ob du gerade meinen LKW auslachst. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte gerade schon rechts vorbeifahren, aber da stehen hier so Pinöpel plötzlich. Die hätte ich mitgenommen. Junge, gib doch mal Gas, ey. Ich bin auf Vollgas. Das Ding ist, wenn ich jetzt rechts vorbei, dann hat er ein richtiges Problem, wenn er mit Tastatur fährt. Das wäre auf jeden Fall der Tod. Für ihn? Rechts. Also für einen mindestens. Aber er macht extra ein bisschen mehr Platz, er ist schon Ehrenmann, also muss man ihm schon lassen. Also, das geht nicht häufig so gut, so wie das so jetzt gerade. Oh Mann, ey. Man muss halt aufpassen, dass man es nicht zu witzig findet, weil es tut halt auch beim Geld halt schon echt weh. Ja, bei mir. Bei mir tut es richtig weh, also finde ich auch. Schulden weiter mit rausgekommen. Ja, Alter, ist die brutal. Alter, ich kipp um. Oh, ich hab's im Rückspiegel gesehen. Ich bin aber wieder richtig gekippt. Nein, noch nicht. Kannst du mich anstupsen? Ich bin schon auf der Ausfahrt. Ich kann nicht mehr. Komm wieder zurück. Fahren. Das bitte! Nicht. Bitte! Ich könnte mich retten! Oh Mann, aber der kommt mir doch gleich entgegen und dann sterbe ich! Ich bin gerettet! Ich bin gerettet! Aber du musst sowieso zurück, weil ich gerade aus hätte fahren müssen. Alter! Also kannst du nicht wieder da drauf fahren? So? Ich muss jetzt hier einfach. Ich hoffe, dass keiner kommt. Ich meine, ich drehe jetzt hier auf der Autobahn. Okay, ich hab was dazu gelernt, übrigens. Was denn? Warten wir da oben. Nein, jetzt kommt. Warte. Da kommt jetzt. Wer? Nee, der fährt kommt, aber fährt der runter nee, oder nee, fährt nee, er vorbei? Nee, der fährt vorbei. Okay. Dann fahr jetzt die Ausfahrt in die falsche Richtung hoch. Ich hab was dazu gelernt. Und zwar habe ich gemerkt, dass es relativ knapp war in der Kurve. Und dann habe ich gleich gebremst. Und das war mein Fehler. Oh, fahren entgegen der Fahrtrichtung, minus 100. Ja, okay, das war ein Fehler. Wieso war das ein Fehler, dass du gebremst hast? Ich weiß es nicht, aber ich
Also es war zwar sehr hart, so die Kurve, und ich habe die auch vielleicht nicht perfekt genommen. Ich war gerade abgelenkt mit Tempomat und so. Aber in dem Moment, als ich gebremst habe, bin ich halt einfach umgekippt. Also es war für meinen LKW so, als hätte der alle Fliehkräfte in dem Moment verloren. Und ich glaube, dass daran liegt, dass ich umgekippt bin, dass ich einfach in dem Moment gebremst habe. Also ich bin sehr gespannt aufs Replay, wenn ich mir das mal angucke im Video. Zum Glück habe ich dich nicht irgendwie getroffen. Habe ich Schaden? Ja, natürlich habe ich Schaden. Sehr geil. Aber nicht so viel, wie alles geht. Aber es sah halt wirklich so aus, als wäre mein LKW so richtig am struggeln, und als ich gebremst habe, hat er sich einfach überschlagen, so gefühlt. Hätte ich nicht gebremst, hätte er sich vielleicht noch berappelt oder nur so leicht irgendwie so abgehoben oder so, ich weiß es nicht. Also Gas weglassen ist auf jeden Fall, glaube ich, erstmal das Beste, und halt, ich weiß nicht, ob du vielleicht zu doll gebremst hast, aber also kann generell sein, ja. Ein bisschen bremsen ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich meine, generell, man darf halt auch nicht zu viel lenken. Je doller man lenkt, desto weiter treibt es einen natürlich auch raus. Ja, das ist logisch. So. Das habe ich auch nicht so krass beachtet, weil ich, wie gesagt, sehr abgelenkt war. Aber ich habe halt schon echt gemerkt, dass es irgendwie gefühlt an der Bremse gescheitert ist. Und das, naja, muss ich mir merken. Kann gut, also ganz gut sein, dass der dich dadurch irgendwie auch mit weiter weggehauen hat. Aber man gar nicht bremsen ist halt irgendwie auch lost. Ne? Also, ja. Also Gas weglassen erstmal sowieso das Erste. Egal, ob man das durch Tempomat oder tatsächlich Fuß vom Gas wegmachen ist. Ne? Und dann halt gut lenken und halt langsam auch nicht zu stark bremsen. Ja, das gibt's ja gar nicht, dass sich das jetzt tatsächlich nochmal zu einer, ich sag mal, normally Fahrt entwickelt hat. Also hier ist ja jetzt gerade, ja, würde ich aus dem, ich sag mal, Risikogebiet gleich raus. Gleich fliege ich wieder hin. Oh, hier ist ein Schild. Durchgehende Hupe. Ich will gar nicht. Mann, Scheiß. Oh, lenken! Ja, also bremsen ist richtig dumm dabei. Ich liege auf dem. Oh, also, Mann. Ich muss mich abschleppen lassen. Und jetzt kannst dauern du dich nicht mehr auf mir noch hinten einer rein. Oh ja, er. Ich blockiere einfach mal alle Streifen. Kannst du dich nicht mehr aufrichten? Ich wüsste jetzt nicht wie, ehrlich gesagt. Ich liege nämlich komplett seit, also nicht nur so ein bisschen, sondern halt komplett. Richtig entspannte Fahrt, hätte ich gesagt. Ja, oh mein, okay, das war aber richtig. Meine Facecam ist aus. Gut, dann lasse ich mich mal zum Ziel abschleppen, würde ich sagen. Leute, Jan musste sich nach Bern abschleppen lassen. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich bitter. Gut, aber prinzipiell würde ich jetzt sagen, warte ich hier trotzdem auf dich, weil du musst ziemlich sicher an mir vorbeifahren. Warnblinker, Standstreifen und cooles Warnlicht auch noch. Das bist macht du man auf natürlich der eigentlich Autobahn oder wo bist du? Ja klar, du warst ja hinter mir und ich denke, dass du auch wieder hier dann vorbeifährst. Ich bin halt einfach direkt stehen geblieben auf der Brücke nach dem Tunnel dann. Ich werde mir jetzt Tee machen und Lebkuchen holen und dann freue ich mich gleich, wenn du wieder da bist. Wenn ich länger brauchen sollte, dann bleib hinter oder vor mir stehen. Aber ich denke nicht, dass du schneller da bist. Bist du schon auf der Autobahn? Nein. Ja, okay. Bis gleich. Oder war das hier? Ich glaube, hier bin ich. Ja, doch, hier. Ich meine, die Kurve ist gar nicht krass gewesen. Ich war wirklich nicht aufmerksam einfach. Ah, ich sehe dich. Kannst Gas geben. So, ich bin wieder da. Ja, und ich höre, dass ich Gas geben kann. Das heißt, Alter, das Timing ist ja mal mehr als perfekt. Nein! Oh! War nur Spaß. War nur Spaß, sagt er. Das ist kein Spaß. Ich hab minus 70.000. Wie viel hast du gezahlt? Ah. Du Opfer, Alter. Kannst du mich wieder vorlassen, bitte? Ja, wenn du links vorbeifährst. Ja, ich muss ja Gas geben erstmal, oder? Ja, also. Weil ich muss aber hier Genf, oder? Ja, ich fahr ja auch nach Genf. Naja, es geht ja eine Autobahn außenrum oder durch Genf durch. Ja, ich fahr auch durch Genf durch. Ja, aber du fährst da wahrscheinlich auf der Autobahn. Nein. Der wird auf deinem Punktplan gelegt. Ah, Punktschmuckleiner. Sicher, dass du nicht Autobahn fährst. Weil gerade bist du ja auf der Autobahn, ne?
Oh mein Gott. Ich sehe nicht. Nein, minus 500. Ah, minus 1200. Ich glaube, es geht nach Geschwindigkeit. Weil hier stand ja, gerade bei mir stand gerade 28 km/h zu schnell, minus 1200. Bei mir stand 19 nur. Aha, jetzt haben wir den Dreh, ich sag's da. Ist ja viel zu realistisch, dass es nach Geschwindigkeit. Ach, oh mein Gott. Ich hab's selber gemerkt. Weißt du, wozu ich Achtung sage? Du musst da vorne jetzt abfahren, ne? Nein. Bitte rechts halten. Was, nein? Ja, doch. Ja, doch. Scheiße! Nein! Oh, Mamacita, Bebea, ich bin vor dir jetzt sicher mal rüber. Nein, 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 nein. Junge, ich bin so. Oh mein Gott! Typ. Du hattest einfach nur Angst, was für ein korrekter Typ, Alter. Du fährst jetzt sicherlich dieses Mal nicht wieder links vorbei. Nein, dieses Mal mache ich dicht, Alter. Ah. Ey, alleine schon nur mit Mike ohne alle anderen ist es hier Chaos. Ja. Ich war schneller, ich darf dann auch vor. Ja. Bist du eigentlich noch da oder bist du schon weg? Nein. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Geld muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Ja, Geld, komm rein, komm raus. Das money, macht money, ganz money. Viel aus. Dass mein Geld auch echt nicht da ist, das macht mir wirklich ganz viel aus. Ah, die Ampel wird grün. Grea wird die. Ich fahre dir erstmal hinterher. Grea wird die. Oh Gott, ist das eine Bremse, die ich da hab. Oh! Alter! 1% Schaden. Ich wollte ganz nur noch rückwärts, weil ich die Ampel nicht sehe. Ist die denn so, jetzt grün oder ist sie reingefahren? Nicht grün? Ja, jetzt wird sie. Die ist grün. Das erklärt einiges. Mann, wieso ist das? Ich wollte zurück, ich bin da aber noch nicht, glaube ich. Ja, glaub dir, ey. Naja, 1% Schaden ist ja noch. Damit kann man leben, naja, klar. Ja, dann fahre ich mal hier auch noch mit drauf. Klar, Schmarr, sag ich da nur, ey. Junge, der hat Vorfahrt, dann fahr doch halt, als ob ich nicht verkehrt bin. Fahr doch! Okay, der kippt dir gleich um. Ich fahr mal an ihm vorbei. Einfach. Mein Mikro hält einfach die ganze Zeit nicht. Und jetzt sieht man, wie gut ich meinen LKW unter Kontrolle habe und hier wenden kann, weil ich einfach the Controller bin, Alter. Junge, wo fahren die denn hier alle längs? Ich sehe nichts wegen dir. Nein, das ist ein anderer. Ja. Oh Gott, ich fahr vorwärts, ich hilf mir. Ah! Ich schau dir bei dem Spektakel zu. Oder also, da könnt ihr mal sehen, also am Anfang nochmal in der Folge gucken, wie man es gut macht. Und hier seht ihr das jetzt wieder sehen wie ein Amateur. Also, ja. Keine Frage. Zufriedenstellend. Kannst du bitte wenigstens 80 fahren und so, dass ich dich nur einhole, oder? Ich fahre gerade sogar nur 60, also. Ah, perfekt. Ja, ich habe ja gesagt, dass du noch hier alles drin hast. Ich liege auf jeden Fall gleich auf der Fresse. Ja, das kann bei der Strecke ziemlich gut passieren. Junge, diese. Oh, ich hab's noch gebremst bekommen. Was? Okay. Ja, hier Ampel, sag ich. Ah, bist du schon in Lyon? Tatsächlich ja. Gerade angekommen. Ja, es war klar, du bist einfach viel zu schnell losgefahren und auch viel zu schnell dann gefahren. So. Nee, schnell bin ich tatsächlich nicht gefahren. Weil ich bin viel zu früh losgefahren. Oder du bist viel zu spät losgefahren. Ja, ich konnte ja. So, angekommen in Lyon, jawohl. Und das Rennen habe ich auch gegen Mike gewonnen. Danke sehr. Ja.
An dieser Stelle bin ich absolut raus. Natürlich parke ich meinen LKW auch wieder gut. Wir sehen gleich, wie wir von den minus 70.204 auf, keine Ahnung, vielleicht 60.000 oder so. Da geht keine Ahnung, wie viel ich jetzt komme. Also ich muss nicht sein. Relativ wenig Tonnen haben, weil ich sehr, sehr schnell fahre. Ich glaube, ich hatte 18 Tonnen. Also gerade von Genf ja, bisher habe ich zufriedenstellend war es. Minus 2137 wegen Schäden. Ich bekomme insgesamt ja knapp unter 16.000. Nicht so cool, muss ich sagen. Erstmal schön geblitzt. So, aber wir müssen nochmal drauf. Also, danke. Minus 54.226 haben wir jetzt hier. Und was sagt jetzt die Bank? Ich habe bei der Bank noch weitere. Ich fahre gerade mit 80 hier durch die Stadt. Aber du bist auf jeden Fall beim gleichen, wo ich jetzt auch hinfahre. Hallihallo. 278.000 habe ich Schulden bei der Bank. Plus Mainz sind wir ungefähr bei, ich sag mal, 350.000. Also doch nicht ganz so schlimm, wie ich gedacht habe. Also durch die vielen Kreditratzahlungen, aber es war auf jeden Fall bei 550.000 Bankschulden war es am Anfang und mit den Kreditraten schon ein bisschen weniger geworden, aber 350.000 Euro Schulden habe ich da jetzt tatsächlich gemacht. Ja, wird eine harte Sache, das alles abzubauen. Das wird eine harte Geschichte. Mike ist jetzt aber auch da, also du hast echt Tempo gegeben, muss man. Also congratulations auf jeden Fall an der Stelle. Thanks. Ja, das Spiel ist aber, wenn es dunkel ist, ist es halt wirklich dunkel. Aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, mehr. Nee. Ja, also es sieht bei mir dunkler aus als bei euch denn in einem Video, aber es ist. Es ist einfach richtig dunkel. Ich bin wieder ein bisschen krumm, aber es sollte reichen. Nochmal schlecht eingepackt zum Ende. Ist egal. Hier, cooler Auftrag. Ausgezeichnet, natürlich. Bin so schnell da, da hat keiner mit gerechnet, Junge. Et tada, et voilà, wir sind beide in Lyon angekommen. War auf jeden Fall eine kausige Folge, wir sind beide einmal umgekippt. Es ist einiges passiert. Obwohl wir eigentlich damit gerechnet haben, dass es doch relativ chillig wieder wird. Vor allem nach hinten raus, so war es ja eigentlich eine entspannte Fahrt. Aber es ist doch einiges passiert, also war auf jeden Fall crazy. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, wo unsere Reise dahin geht. Ob Jan jemals aus den Schulden kommen wird, man weiß es noch nicht. Ja. Schaut auf jeden Fall wieder vorbei, bleibt fleißig dran und dann freuen wir uns und werden auch ganz, ganz viel weiterhin bringen. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.